Gewaltige Sonnenstürme erschüttern das Erdmagnetfeld und stellen eine permanente Bedrohung für uns Menschen dar. Nicht einmal die ISS, also die Internationale Raumstation, ist sicher, wenn das Erdmagnetfeld erschüttert wird. Was dazu kommt, Sonnenstürme sind kaum vorherzusagen. Doch jetzt ist es einem Forschungsteam aus London gelungen, mit Hilfe von Satelliten dem Geheimnis der Weltraumbeben auf die Spur zu kommen. Auf welche Art und Weise genau das magnetische Schutzschild der Erde vibriert und ob diese Erkenntnis das Leben auf der Erde vor den fatalen Folgen von Sonnenstürmen schützen kann. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Sonneneruptionen sind wirklich ein super spannendes Phänomen. Dabei wird aus der Sonnenatmosphäre eine gigantische Wolke aus unvorstellbar heißem Gas herausgeschleudert. Die dabei ausgestoßenen Teilchen, Protonen, können im Weltall Geschwindigkeiten von mehreren Millionen Stundenkilometern erreichen. Es formen sich Plasmawolken und dadurch entstehen magnetische Stürme in unserer Erdatmosphäre. Dann dringt Röntgenstrahlung in die Ionosphäre ein und verändert die Eigenschaften so, dass sich beispielsweise Funkwellen nicht mehr ausbreiten können. Vor allem Kurz- und Ultrakurzwellen sind betroffen. Dort findet vor allem der Amateur- und Mobilfunk statt. Doch auch GPS kann betroffen sein, aber auch fatale Folgen für die Stromversorgung auf der Erde können Sonnenstürme mit sich bringen. Denn riesige Transformatoren werden dann gegrillt. Und nicht nur das, es gibt auch Fachleute, die zwischen Sonnenausbrüchen und Naturkatastrophen hier auf der Erde einen Zusammenhang sehen. Taifune, Erdbeben und auch besonders gigantische Hurricanes wie Harvey und Irma könnten indirekte Folgen von Sonneneruptionen sein. Fest steht also, Sonneneruptionen können auch der Erde und uns Menschen sehr gefährlich werden. Selbst wenn der Abstand zwischen Sonne und Erde 150 Millionen Kilometer beträgt und uns auch die Erdatmosphäre einen gewissen Schutz bietet. Wenn die ausgestoßenen Partikel die Erde allerdings ohne Unterlass bombardieren würden, könnte absolut kein Leben auf unserem Planeten existieren. Gut also, dass es das irdische Magnetfeld gibt, das den aggressiven Sonnenwind um uns herum lenkt und das Schlimmste verhindert. Doch klar ist, das Erdmagnetfeld wird durch Sonnenstürme erschüttert und verformt. Die Feldlinien werden auf der sonnenzugewandten Seite stark zusammengedrückt, auf der abgewandten Seite dagegen werden die Linien wie ein Schweif auseinandergezogen. Das Ganze lässt Kompassnadeln vibrieren und Polarlichter leuchten. Schon vor knapp 50 Jahren wurde Fachleuten klar, dass das Magnetfeld der Erde in Schwingung versetzt wird, wenn es von einer Teilchenwolke getroffen wird. Doch das Krasse daran, bis heute konnten solche stehenden Wellen nicht nachgewiesen werden. Dazu der Wissenschaftler Martin Archer von der Queen Mary University in London. Es gibt Spekulationen, dass diese trommelähnlichen Vibrationen vielleicht gar nicht entstehen, da seit ihrer Vorhersage vor 45 Jahren die Belege fehlten. Eine andere Möglichkeit war, dass sie einfach sehr schwer definitiv nachzuweisen sind. Doch jetzt endlich gelang der entscheidende Durchbruch und das Team um Archer konnte zeigen, wie das magnetische Schutzschild der Erde vibriert, und zwar wie die wohl größte Trommel der Welt. Dieser Erfolg gelang dem britischen Forschungsteam mit Hilfe der Aufnahmen der 5 NASA-Satelliten Themis. Diese waren genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie waren gerade korrekt in Position gebracht, als ein riesiger Impuls von der Sonne für ein Spektakel sorgte. Das irdische Magnetfeld schlug tatsächlich ähnlich an wie ein Trommelklöppel. In Fachsprache ausgedrückt, gelang in diesem Moment der Nachweis stehender Wellen eben, wie sie sich auch auf dem Fell einer Trommel ausbilden. Dazu Archer: Wir haben die größte Trommel der Welt entdeckt. Diese Trommel ist dutzende Male größer als der Planet Erde. Diese Erkenntnis überträgt das Forschungsteam auf andere Planeten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass auch die Magnetschilde von Saturn, Jupiter und Merkur auf dieselbe Art und Weise schwingen. Jetzt wollen die Fachleute untersuchen, wie häufig solche Vibrationen vorkommen und welche Folgen sie mit sich bringen. Spannende Fragestellungen, die im besten Fall so schnell wie möglich beantwortet werden. Denn bisher sind wir in diesem Themenbereich eher unwissend unterwegs. Wir spielen quasi russisches Roulette mit der Sonne. Zwar sehen Teleskope und erdnahe Satelliten den Ausbruch der Sonne, doch dann muss auch eingeschätzt werden, wie stark der Ausbruch ist
und ob er die Erde überhaupt treffen wird. Erst 20 Minuten bevor der Sturm die Erde erreicht, ist dann auch klar, in welche Richtung sein Magnetfeld zeigen wird. Und das ist entscheidend dafür, wie gut er das irdische Magnetfeld durchdringen wird. Wichtig wäre es also, die Prozesse auf der Sonne besser zu verstehen, um sie dann irgendwann einmal auch exakt vorhersagen zu können. Der europäische Solar Orbiter, der Anfang 2020 aufbrechen soll, könnte dazu enorm beitragen. Und wie gefährlich Sonnenstürme sind, erfahrt ihr hier. Draufklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.